dies die Folge des Verkackens? Das Superrad macht super Spaß. Abwahl. Oh, ich habe die falsche Liste. Ja, dann kriege ich jetzt nochmal beides. Es geht wieder los. So. Hoppala. Nee. Ah. Voll in S. Ich bin nicht nervös, das habe ich schon sehr oft gemacht. Junge. Alter, ich muss... Ich mal wieder wandeln. So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dark Souls. Ich bin sehr gespannt bei der heutigen Folge auf die Top-Kommentare, denn wir haben ja zwei immer wiederkehrende Kommentarschreiber. Auf der einen Seite unseren Statistik-Nerd. Was heißt Nerd? Der zählt einfach nur mit, wie oft ich sterbe, wie ich sterbe. Und was ich für Strafen bekomme. Aber auch den durchschnittlichen Try, den ich für Bosse brauche. Und darauf hobel ich mir immer so heimlich ein. Da jetzt nach Quelag war ja wieder mal First Try, bin ich natürlich sehr gespannt, wie jetzt der Gesamtschnitt ist. Selber ausrechnen bin ich zu faul. Ist auch wirklich mathematisch herausfordernd, das Ganze. Und den zweiten Kommentarschreiber, Kommentarschreiberin, ich weiß es gar nicht, bei beiden. Lore. Es gibt immer eine Person, die schreibt ganz viel Lore. So auch hier über die Dame, die ja die Schwester ist von Quelag. Und Quelag hat die ja beschützt. So, und die Dame hier, bei der können wir ein Eid schwören, haben wir ja letztes Mal schon gesehen, wo wir dann Diener des Chaos oder so werden. Und dann kriegen wir krasse Pyromantie-Zauber und was weiß ich. Und er hier drüben, das war, auch wenn er genau, also das muss ich ja wirklich sagen, der sah ja genauso aus wie die Dudes da hinten, die alle zugepegt sind mit Alterbeulen. Das war ein freundlicher NPC, bei dem ich hätte Sachen kaufen können. What the fuck? Also, ihr habt ja auch gemerkt, ich habe das nicht im Ansatz hinterfragt, dass er hier kein Gegner ist. Für mich ein Gegner war. Also, ja. Da hinten ist später wohl ein Shortcut. Nach Izayath oder Izaya. Ja. Also, ne? Das ist ein gewisser Ort. So. Für mich ist jetzt die Frage, gehen wir hier lang? Ich habe keine Ahnung, was da kommt. Oder gehen wir zurück? Wir müssten aber sehr weit zurückgehen, weil ich habe ein paar Sachen vor. Ich habe mir die auch aufgeschrieben. Ja, ich habe mir wieder Notizen gemacht. Also ich möchte bei der Brücke beim Drachen. Ja, das ist ja schon unser Evergreen, könnte man sagen. Der kommt ja jede Folge, wird er erwähnt. Das ist eigentlich der Endboss für mich. Ja, da gibt es ja einen Turm und da ist noch ein schwarzer Ritter. Den müsste ich eigentlich mal mit 10 Menschlichkeit angehen. Dann, ja, ihr schreibt mir weiterhin dieses schwarze Auge von dem, das ich bekommen habe, als der Typ die Feuerhüterin da beim Feuerbandschrein gekillt hat, womöglich gekillt hat. Das soll ich bei Anor Londo nochmal drauf achten. Das steht ja auch da. Ja, habe ich jetzt mehrmals in den Kommentaren gelesen. Und ich möchte die Kristallechse, die uns einmal entwischt ist, nochmal erwischen, denn die respawn, wenn man sich außen einloggt. Und beim Eingang nach Schandstadt, also Kanalisation haben wir uns heruntergearbeitet und dann ging es nach Schandstadt. Da war ja ein Händler. Und der verkauft auch dieses Inventar-Organisations-Box-Ding. Aber das ist ein sehr weiter Weg. Ich würde jetzt erstmal testen. Power on. 16. Jo, Henno aus dem Studio 1. Könnt ihr mich hören? Dies ist ein Test. Over. Low, aber wir hören dich klar und deutlich. Over. Gut. Gehen wir jetzt hier lang. Das Ding ist, ich bete, dass das jetzt einfach ein kurzes, kleines Gebiet ist und dann ein Shortcut und ich komme irgendwo raus, wo ich jetzt schon mal war. Aber ich weiß es nicht. Denn ich will zum Schmied und hier entweder das Wappen für 20.000 kaufen oder das Schwert verbessern. Aber es ist ein übelst langer Weg zurück. Aber ich glaube, es wäre Safety First, Digga.
Weil eventuell hätten wir, dass wir die Seelen nicht einsammeln dürfen, wenn wir sterben. Das wäre schon bitter. Okay, wir gehen mal zurück. Ich würde aber davon ausgehen tatsächlich, dass das hier unten wirklich ein Shortcut ist. Oder hier, können wir hier mal gucken? Ja, wo führt das hin? Kein Plan. Guck mal, wie weitläufig das noch sein könnte. Aber erfahrungsgemäß bei Dark Souls komme ich immer wieder am Anfang raus. Egal wo ich bin. Aber es könnte ja auch enden diesmal. Och Mann. Bin ein bisschen hin und her gerissen. Ach, ich glaube, wenn ich hier nur die ganze Zeit stehe und rumweine, dann wird es nur noch länger dauern. Also wir gehen jetzt hier. Klima ist aus, mashallah. Das hier im Hochsommer. Wir gehen jetzt einfach zurück. Scheiß der Hund drauf. Ja, das mit Chest und ihrer Brust habe ich verstanden. Das waren, also es gab ungefähr so 1000 Kommentare, die mir das erklärt haben. Lest ihr eigentlich selber die Kommentare? Das war wirklich, jedes oder jeder zweite Kommentar war, nur übrigens ist mit der Truhe, es war deutsche Übersetzung. Chest heißt ja auch Brust auf Englado und deshalb. Die beiden hier sind übrigens Händler, NPCs. So. Jetzt sind wir hier. Viel Erfolg. Machen wir die drei Jungs da unten weg oder machen wir den. Jetzt. Ja, die ist halt schlagartig dunkel, ne? Wir gehen da denn. Ja, es ist gar nicht so weit, actually. Man kann ja rennen. Achso, der Ring. Ewiges Diskussionsthema. Ein ewiges Hin und Her. Verbessert die Balance. Tatsächlich ist das ist die Problematik hier die Übersetzung. Weil Balance heißt auf Englisch jetzt sicherheitshalber The Balance, ja cool, aber unter anderem Synonym. Jetzt bin ich hier bei Deutschding. Warte, ich gebe einfach ein. Balance, Englisch, Dark Souls. Es ist ja hier ein Wert im Spiel. Ja. Das bedeutet. Wir haben ja hier den Wert Balance. Wo hatten wir den? Hatten wir den hier? Wo war der? Irgendwo hatten wir den. Da! Nee! Oh! Hä? Wo hatten wir den denn gesehen? Erläuterung? Nee. Der war doch. Den hatten wir doch gesehen. Der Wert war auf 8. Wo war das denn? Hä? Da oben. Ganz oben rechts. Balance. 8. So. Jetzt lege ich den Ring mal ab, der uns Balance gibt. Und jetzt haben wir immer noch 8. Denn bei diesem Ring handelt es sich um eine kleine Übersetzungsproblematik. Weil, wie ich schon meinte, Balance im Englischen, das Synonym, es heißt irgendwie irgendwas mit P. Mir fällt es gerade nicht ein. Auf jeden Fall Poise. Poise. Der Wert hier oben rechts ist auf Englisch Poise. Und die deutsche Übersetzung ist Balance. Und hier ist es tatsächlich im Englischen so, dass hier nicht Poise steht. Sondern das ist einfach schwierig übersetzt. Ist. Der Ring ist halt wirklich dafür da, dass man im Sumpf besser rennen kann. Das war ja das ewige Hin und Her. Wer Gefallen an diesem seltsamen Ring findet, wird sich freuen, wenn er entdeckt, dass er auf unsicherem Grund, wie in Sümpfen, die Balance des Trägers verbessert. Wollen wir mal einmal kurz auf Englisch umstellen, weil ich finde es ein bisschen schwer zu erklären gerade. Aber auf der anderen Seite will ich jetzt hier auch nicht die ganze Folge irgendeine Scheiße. Wobei, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo ich jetzt hier wahrscheinlich im Hauptmenü. Also, ich glaube, ihr habt meinen Punkt verstanden.
Mein Schwert kann nicht ausgerüstet. Wo gehe ich am besten lang? Ich glaube doch über rechts. Weil hier ist ja nur so ein... Ach, zweimal. Alles klar. Oder ist da drüben Ufer? Oder da? Dann trigger ich die Steinboys. Ach, man kann doch mal was riskieren, oder? Man kann doch mal was riskieren, finde ich. Seinem Kollegen ist es halt nicht so wichtig. Von oben, ne? Finde ich frech. So, weg mit dir. So, next. Ich nehme die Nummer 3. Boah, shit, Digga. Vor allem sein Kollege, er erzeugt ein Erdbeben, aber sein Kollegen juckt es halt nicht. Kommst du? Jetzt schmeißt er wieder die ganze Zeit. Oh, die Mücken kommen. Oh, jetzt kommt er. Oder? Er hängt am Baum fest. Scheiße. Was passiert hier? Ja? Ah! Ah! Das tut mir ein bisschen leid. Bisschen nach links. Alle. A droite. Junge! Jetzt reicht's mir aber gleich. Komm mal hier oben lang, bitte. Komm mal hier lang. Da ist auch ein... Bro! Mashallah. Willst du nach hier? Willst du nach hier? Ja. Oh. Jetzt geht das wieder los, ne? Hallo! Alter, bitte. Bitte, bitte. Nein, 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 nein. Jetzt hat er sich gelöst in dem Moment, wo der andere kommt! Ich lock den einen irgendwie da wieder rein, glaube ich. Alter, es ist ja aber auch ein Labyrinth, ne? Muss man auch mal sehen. Moin. Boah, jawohl. Oh, jawohl. Oh. Und so. Jawohl. Jauche-Küglein. Ja, jetzt dauert es hier doch ein bisschen länger, aber... dem nochmal richtig oh ne, hier kriege ich Gift rein. Guck mal hier. Schön. Renn doch nicht weg, bitte. Hey. So. Okay. So, die beiden sind mir egal, wir rennen jetzt hier rüber. Ich hoffe, das passt. Ey, das war jetzt alles für den Arsch, ne? Das ist natürlich bitter. Ich hätte einfach links rumrennen können. Scheiß auf Vergiftung. Und, wo muss ich jetzt hin?
Also ich muss sagen, am meisten regt mich hier nicht das Gift auf, sondern einfach, dass ich nichts sehe. Ich sehe einfach nichts. So. Jetzt erklimmen wir wieder diese Scheiße da. Das ist natürlich auch wieder gefährlich zu sterben. Bin ich early? Aber das kriegen wir easy hin. Hoffe ich. So. Sieht man hier wieder wunderviel. Ja, so. Okay. Man ist hier ja ruckzuck oben, muss man auch mal sehen. Ne? Ach du Scheiße. War ja noch ganz schönes Gap, ne? Ich kletter jetzt einfach ganz schnell hoch, dann kommen die Mücken auch nicht zu nah. Passt schon. Ach komm, nerv nicht. Schöner Two-Hit. Wo ist die Leiter? Jetzt visiert er die andere an und ich habe hier ihn hier noch am Arsch. Was passiert hier? Nee, hier nicht. Wo ist die Leiter? Hab die übersehen, bin dran vorbeigegangen. Hier ist eine Fackel, ja. Halloi. Okay. So. Also, wir rennen zum Schmied. Dort schauen wir uns erstmal an, was für eine Waffe wir überhaupt aus Quelaxele herstellen können. Da bin ich sehr gespannt drauf. Mir wurde schon gesagt, die würde ich wahrscheinlich sehr mögen, die Waffe. I don't know. Je nachdem gucken wir natürlich, was es kostet. Aber wir haben auch noch die Option, das Wappen von Astoria zu holen. Da würde ich mich sehr sehen. Weil ich glaube, Finsterwurzbecken ist ganz nice. Da können wir auch mal gucken, zumindest einmal, wie das denn wäre mit diesem Seelengefarme, was wir ja in den ersten Folgen ganz viel thematisiert haben. Das heißt ganz viel immer mal wieder. Ja, und ansonsten... Ich glaube, je nachdem, dann Zen's Castle. Ne? Es hat eine Rotation und der wird gebumst von mir. Das ist halt schon echt lecko. Aber jetzt sind wir ja schon quasi durch. Ja, ist egal. Mit zwei komme ich auch klar. Warum rufen? Ach ja, die rufen ja immer Verstärkung, ne? Ne, halt mal die Fresse, bitte. Die Frage ist, wie weit geht dieser Ruf? Dass diese... Aber ich meine, immer wenn eine Leiter im Weg ist, ist halt auch egal. Guck mal, er macht's mit dem Bogen. Dass das halt immer live ist, das finde ich krass. Und sehen die einen in dem Moment eigentlich auch? Also spiegelt sich die Mechanik? Dass wenn man halt einen Geist sieht, dass das gerade ein Spieler ist, der da gerade ist, sieht er einen dann genauso. Weil die sind noch nie innegehalten und haben irgendwie Anstalten gemacht, mit mir zu interagieren oder so, ne? Also irgendwie die ganze Zeit einen doof anzugucken oder so oder zu verfolgen. Deswegen wahrscheinlich auch eh nicht. So, wo war das? Hier, ne? Ja, sehr gut. Okay. Nice! So, Kaffee habe ich auch. Okay. Ach so, ich habe noch eine Frage mitgebracht. Oh, der ist ja lecker heute. Und zwar, kann ich mehrere Eide haben? Weil mehrere Eier kann ich ja haben, aber Eide ist... Also, ihr habt mir ja gesagt am Anfang, dass wenn ich mein Eid breche, die alle sauer sind auf mich. Kann ich auch verstehen. Ich meine, Eid ist ja ein Eid. Und jetzt ist es so, dass ich einfach davon ausgegangen bin, dass man nur einen Eid leisten kann. Mit ihm reden wir gleich nochmal. Aber ihr habt jetzt gesagt, bei Quelaks Schwester soll ich auch den Eid annehmen. Kann man mehrere haben? Did you ring the second bell? Yeah. That is incredible, I must say. Danke. But now we have a new problem. Oh. It's noisy. It snores. And its breath is lethal. This is no laughing matter, I tell you. Scheiße, okay. Damn, that stench. And I was really beginning to like it here.
He's got einen Tipp Maybe auf ihr ploppt. It's time I do something about it. Versuch's mit Treten. Alter. Maybe it's time I do something about it. Das wäre jetzt mindblowing. Okay. Was ist da für ein toller Tipp? Gelobt sei die Sonne. Cool. Gut. Dann rennen wir zum Fahrstuhl. Flitzen durch die Church. Hm. Er ist wieder da. Ist mir auch egal. Warte mal, was knistert hier? Das ist der Rabe, ne? Oder? Warte. Ich will... Okay, er macht nichts. Sieht aus wie ein riesiges Vieh aus Star Wars. Da klingelt gerade was. Ich glaube, der ist freundlich und ich glaube sogar, wir haben jetzt einen Dialog. Oder hat der einen gefressen und dann... Scheiße, Bruder. Wir gehen wirklich erst zum Schmied, okay? Ich weiß, ich bin gerade... Also er ist friendly, offensichtlich, aber nicht unser Haustier. Das bedeutet, wir können ihm nicht trauen. Trotz alledem. Scheiße, was war das gerade? Ich glaube tatsächlich, der frisst einen oder so und nimmt einen dann mit in dieses Loch. Hm. So lang her. Aber das feiere ich halt. Irgendwie habe ich so eine gewisse Grundbasis. Es ist generell menschliches Gehirn. Früher auch immer als Kind. Ich habe halt jeden Harry Potter Band 7-mal gelesen. Und es war tatsächlich worth, weil ich das immer in so Etappen gelesen habe, dass es mir einen Mehrwert gegeben hat und ich viele Dinge immer wieder vergessen habe. Das menschliche Gehirn ist dahingehend einfach so strange, wie schnell man Dinge vergisst, aber dann super easy wieder reaktiviert. Wisst ihr, was ich meine? Das kann, glaube ich, jeder relaten. Es ist so oft, dass man, gerade auch wenn man so Dinge, zum Beispiel einen Film guckt, den man als Kind geguckt hat, bei mir war es vor 2 Jahren oder so, Werner, ich habe den Film irgendwie 15 Jahre oder so nicht mehr gesehen. Und ich hatte alles vergessen, dachte ich, bis in dem Moment, wo ich das halt sehe. Und dann bin ich so, yo! Und lach mich halt übel kaputt. Das ist schon... deutsche Gehirn. Menschlich Gehirn, ich sag euch. Anders. Okay. Wir... Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Velax. Also er wird jetzt 100% irgendwas sagen, denke ich mal. Well, hello again. You seem to be doing all right. Need anything forged? Okay. This is the old church. It was abandoned in favor of the church that you passed through. There are paths leading from here to 2 forbidden plains, Sen's Fortress and the Darkroot Garden. They attract all sorts of lunatics. No one as cultured as yourself. Danke. It's fine Danke, to be undead, but keep a level head, eh? Yeah. Hoppala. Oh, jetzt habe ich 11. Kann ich das bei ihm nicht machen? Was steht denn bei... Darf ich weitermachen? Danke. Was steht denn bei der Scheißseele? Ich darf die nicht aus Versehen aktivieren, um Gottes Willen. X. Ich kann eine einzigartige Waffe festigen. Steht nicht schmieden. Vielleicht treffe ich erst noch andere NPCs, wo ich das erst machen kann. Ja, aber oder fertige einzigartige Waffe. Warte mal. Was ist, wenn ich jetzt auf OK drücke?
Habe ich dann zur Auswahl Seelen oder Waffe bekommen? Oh mein Gott, das Ding ist, man kann halt nicht neu laden. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich okay drücken muss und dann auswähle. Weil ich dachte, ich mache das bei ihm. Okay, ich würde es kurz googeln, weil wenn ich das verhaue, wäre schon echt bitter. Hoppala. Quelak. Weapon. How to get. Okay, irgendein Blacksmith. Giant Blacksmith. Okay. Okay, nicht bei ihm. Okay. Jetzt will ich gar nicht weiter spoilern lassen, nur. Okay. Dann hebe ich's auf. God bless. Dann kaufen wir jetzt dieses Wappen. Wir kaufen das Wappen. Artorias Wappen. Einmal. Zack. Schmerzfrei. Jetzt hier lang, ne? Jo. Okay, er ist gone. Sehr gut. Gut. Dann gehen wir jetzt ins Finsterwurzbecken. Eichelona. Okay. So. Bäumchen, wechsel dich. Ich versuche mal ein bisschen zu parieren. Ein, zwei Hiebe kann ich von dem, glaube ich, kassieren. Okay. Okay, später. Kann ich den überhaupt parieren? Aber kann ja sein, weil der keine Waffen hat, kann ich ihn nicht parieren. Nee, den wollen wir nicht. Vielleicht kann ich den nicht parieren. Komm, wenn ich so weit weg bin, eh nicht. Okay, ich glaube, ich kann den nicht. Ich glaube, ich kann nur Leute parieren, die eine Waffe haben. Oder? Könnt ihr auch mal schreiben. Warum schleicht er jetzt so ein bisschen? Wo lang war denn das? Ah, ja! Oh, ja, ja, ja. Die Echse. Die Echse killen. Genau, es geht wieder los. So, und sprinten. Da ist es. Treff doch, triff doch! Funktitanit. Gut, und wieder hoch. So, unten geht's zu den Drachen. Da wollen wir nicht hin. Was war das gerade für ein Geräusch? Moin. Übrigens, mir wurde jetzt auch gesagt, dass mein Schild, die Resistenzwerte, die sind kackegal. Ich habe ja immer extra bei dem Drachen da ein Schild angezogen, was maximale Feuerresistenz hat. Das kommt nur zum Tragen, wenn ich blocke. Also auch noch ganz interessant zu wissen, glaube ich. So. Wo der dann? Oh, ja, ja. Schnell bursten. Guck mal, ich kann den auch nicht von hinten kritten. Irgendwie. Oder? Nö. Hm. Gut. Ja, dann sind die halt ein bisschen eigen. Ich probiere es einmal bei den nächsten Gegnern mit einer Waffe. Wobei vielleicht nicht unbedingt hier. So. Okay, jetzt aktivieren wir hier das Lagerfeuer und dann gehen wir da rein. Nice. Nice. So. Okay. Und rein damit auf die mittlere Schiene. Geil. So. Was haben wir denn? Mhm.
Kleine Bäumchen oder was, was haben wir hier? Hm? Oh, 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 oh! Oh mein Gott! Muss erst den Magier killen. Kurz konzentrieren. Die sind fies in der Combo. Fiese Combo. So, es geht wieder los. Abfahrt! Wir haben übrigens den Maxim, Maxim-Bonus erfolgreich letzte Folge abgerufen, weshalb er jetzt in irgendeiner der kommenden Folgen mir Gesellschaft leisten wird. Die Nummer 4. Gießkanne. Finde ich mit am schlimmsten. Es ist nämlich vor allem kalt. Soll ich dafür die Cap eigentlich ausziehen? Machen wir mal, ne? Und Headset auch. Das Problem ist einfach, dass es nicht aufhört. Und ich mache halt so eine richtige Lake. Soll ich vorher die Hose ausziehen? Ja, scheiße, es ist kacke. Egal wie ich es drehe, es ist kacke. Kacke ist kacke. Aber nicht im Nacken. Och, mein Gott. Ha, ist doch im Nacken. Ja, gibt's Schlimmeres. Oh, jetzt hat's den Schritt erreicht. So. Das war erfrischend. Jetzt bin ich auch wieder wach und konzentrierter und lass mich nicht so dumm töten. Ich zieh den Pulli wieder aus. Es geht gar nicht, der ist so nass. Ah. Und mich wundert es, dass wir noch nicht den Rohrstock hatten. So. Oh, hör mir auf. Cap. Also die Beine haben mich überrascht. Ich glaube, das sind übrigens die, die man abfarmt. Die lockt man irgendwo hin und dann springen die in Tod oder so. Okay, Schlachtplan. Ja, das war jetzt das erste Mal, wo man richtig gemerkt hat, okay, ich habe nicht damit gerechnet. Hier ist es halt so blind. Und ich kriege auf die Fresse deswegen. Okay, ich würde den einen hier hochlocken und dann spekulieren, dass der andere nicht hinterherkommt. So, jetzt pass mal auf. Aber wahrscheinlich lockt man die sogar hier hoch und jumpt dann runter. Soll ich das mal probieren? Schießt hier rein, ne? Ja, jetzt hab ich dich. Sag schon. Jetzt mach ich dich fertig. Ohne deinen kleinen Freund. Zack! In deine. Scheiß in dein Bauchnabel! Hat so schön geplubbert in meine Bauchnabel.
Nein, er kommt durch. So. Stopp! Wie viele Seelen? Mashallah. Moin. So, jetzt probieren wir mal was. Kommen wir hier hoch? Kommen wir hier hoch? Ja, gut. Gut, gut, gut. Aber so funktioniert's, ne? Also, denen geht's dann genauso. Ich hätte wetten können, also egal. Ich hätte halt wetten können, dass wenn ich langsam runtergehe, ich nicht ganz... Ach, komm. Es geht wieder los! 28. Yippie-yay. Aber es war schon mal ganz gut, wie ich operiert habe, oder? Mal ein bisschen wieder Fishing for Compliments hier. Die Nummer 2! Oh, das ist, glaube ich, nicht gut. Wäschekammer ins Gesicht. Nee. Hä? Doch. Nein, das veraltet. Das veraltet. Ich habe die falsche Liste. Dann war das vielleicht gerade gar nicht die Gießkanne. Das war eben die Shotgun. Und das ist jetzt Peitsche. Ach du Scheiße. Ja, dann kriege ich jetzt nochmal beides. Es ist jetzt wieder in den Statistiken ein besonderer Case. Nicht wieder, der nicht wieder zur Verwirrung sorgt an denjenigen, der das schreibt. Ich bürge mir jetzt extra eine Bestrafung mehr aus, auf, als ich Tode habe. Okay. Jo, hallo, hier ist Henno aus dem Büro. Ich bräuchte einmal jemanden, der die Shotgun ins Büro bringt. Die ist im Schrank. Schlüssel, wisst ihr ja wo. Over. Alles klarchen. Ich mach mich auf den Weg. Komm sofort. So eine Scheiße. Hab ich hier die falsche Liste? Bin ich auch selber schuld. Bestrafung muss sein. Bestrafung muss sein. Aktion, Reaktion, sage ich immer. Aber mit der Peitsche und Shotgun müsste ich jetzt eigentlich den Pulli wieder anziehen, sonst ist schon makaber. Also ich habe mich vorletzte Woche für einen TikTok im T-Shirt auspeitschen lassen und habe richtig tatsächlich hat geblutet tatsächlich, richtig ordentlich auch. Ist kein Witz. Also ach, der Pascal. Guck mal, was du nicht weißt, ist eine Doppelbestrafung. Du darfst mich gleich auch auspeitschen, wenn du willst. Notdruck? Ja. Auf die Peitsche? Ne, die habe ich hier. Geil. Ich habe mich nämlich falsch bestraft. Ich habe mir hier wieder die Gießkanne voll in den Schritt gegossen. Aber das war eine alte Liste. Peitsche habe ich halt noch nie, ne? Also, das ist ein ja, cool. Also, als erstes brauchst du eine Schutzbrille. Ist ja klar. Nimmst du gerne diese hier? Natürlich. Ich setze auch eine auf. Hier geht es ja natürlich alles hier unter die neuesten Sicherheitsstandards. Das macht das Zielen deutlich leichter. Ja, ich würde. Ach, Zielen brauchst du auf die Entfernung nicht. Stimmt. Ich würde einfach nochmal den nassen Pulli anziehen. Mhm. Oh, ist das eklig. Hast du schon mal was Nasses zurück angezogen? Mhm. Nein, nein. Warum ist der denn so nass? Die ja. Gießkanne. Die Gießkanne hat. Die war wirkungsvoll. Okay, also. Ja? Mhm. Okay, also gerne einfach, genau, das Zimmern auf dem Rücken. Ich stelle mich jetzt auf. Geh, wenn es geht, so weit wie möglich zurück, weil diese Distanz ist schon bei 0,7 Joule. So ready? Achso, ich setze noch einen Helm auf. Ah ja, klar. Habe ich fast vergessen, machen wir ja jedes Mal. Brauche ich zum Peitschen eher noch. Kannst du erwähnen. Wollen uns dann nicht ernsthaft verletzen hier. Herrlich. So. Hast du schon mal gemacht? Schon mal mit einer Shotgun geschossen? Nö, aber ich glaube, ich bin ein Naturtalent.
Okay, ich glaube, den Helm hatten wir nur bei der Peitsche, merke ich gerade. Das ist ja, naja, egal. Ja, ja, ja. So, dann gerne, wie du magst. Ja. Das ist, glaube ich, noch ganz gut getroffen, ne? Ja, recht unspektakulär, aber... langsam gewöhnt man sich halt auch dran. Jetzt gern peitschen. Ja? Ja, gern. Ich hab's noch nie gemacht, aber... Ja. Kannst du hier ein, zwei Mal testpeitschen, wenn du willst. Okay. Ich kann dich auch kurz, also ich würde vorschlagen, so, das Ding selber nicht stellt sich möglich, wenn ich mehr weit nach hier, dann hast du rechts mehr Raum, oder peitschst du mit links? Ich bin links. So, dann da schön nach Rand, genau. Und dann einfach hoch, nee, schön hoch. Ja, nicht, ja. Schön hoch, bis fast über Kopf bist und dann locker runter. Warte, soll ich mal vormachen? Ja, mach mal vor. Du machst einfach. Ne, du hast jetzt so gemacht. Ja. Aber es geht so. Oh, das war das Rocket. Ich bin Rechtshänder. Ja! Ja, noch ein, zwei Mal. Ja, das ist schon gut. Ja. Ist halt noch nicht dieser Überschallknall, wofür die ja bekannt ist, die Bullenpeitsche. Nee, aber das kann schon wehtun, so wie du das machst. Ich darf bitten. Ah, ja. Ja, war nicht schlecht. Schön auf die Hüfte. Ja, ich bedanke mich, Pascal. Den Bums kannst du hier lassen, leg einfach auf den Wagen. Geht's auch weiter, ne? Ja, danke. Ja, bei Head of Blood lernt man natürlich auch was. Hier geht jeder immer... Ich lieb's, wie ich einfach das Walkie-Talkie gepeitscht habe. Hier geht natürlich jeder raus und hat was mitgenommen für sein Leben. Dass die nicht peitschen üben, ist ja auch übel dumm, ne? Also wär ich an deren Stelle, ich würde die Mittagspause ganz bewusst für etwas verwenden. Naja, gut, jetzt bevor wir da mal hier. Ich glaube, ich bin hier eben drunter gegangen und das war der Fehler. Okay, ich probiere es nochmal. Das geht. Okay. Probieren wir mal. Wir probieren das. So, Mädels. Ich habe immer noch zwei Menschlichkeit. Ach ja, weil ich es ja wieder einsammle. So, wo ist denn der Herr? Wo ist denn der gute Herr? Hä? Zweiter, Alter. Hä, wo ist er? Wo ist der Dude? Wo ist der Ritter? Oh lol, die kann ich zerhacken. Wo ist denn Herr Ritter? Okay. Dann machen wir erstmal weiter. Was ist hier? Achso. Hä? Ah, er hat das. Er ist da, glaube ich, gegengekommen. Krass. Der Tarnumhang. Hä? Sah original wie was auf der Cam aus. Mashallah, ist das einfach nur ein Grashalm. Ich werde nicht mehr. So. Okay, ich muss hier anscheinend deutlich vorsichtiger vorgehen. Wo gehen wir denn hin? Wir gehen erstmal am Rand entlang, würde ich sagen. Step by step. So. Es ist sehr viel Wald, ja. Hier ist Ende, glaube ich, oder? Das könnte eine scheinbare Wand sein. Wobei, mittlerweile wissen wir ja, dann wäre da halt ein Tipp auf dem Boden. Okay, hier ist Abgrund. Da ist Loot. Oh, okay. Vier von den Jungs.
krass. Okay, die haben ein bisschen mehr auf dem Kasten. Und ich höre noch was von hinten. Ja, jetzt kommen alle vier. So, einen muss ich wegmachen, dann habe ich ein bisschen mehr Luft. Oh mein Gott! Was? Ich werde dieses Spiel so ficken. Das Superrad macht super Spaß. Abwahl. Jetzt bin ich sauer. Ja. Warten wir nochmal sicherheitshalber, ne? Ey, glaubst du, wie frech? 11.000 Seelen liegen da rum. Oder 10. Achso, 29. Mensch, ey, schon dreimal heute gestorben. Scheiße, ey, ist überdurchschnittlich. Die Nummer 11. Guck ich mal aufs Handy. Mausefalle. Heute kommen die Klassiker. Ja, ist doch schön. Ist doch schön, ist doch schön. Aber jetzt ist ernst. Ab jetzt ernst. Ich lasse mir jetzt nichts mehr hier gefallen. Ich werde das Spiel jetzt sowas von rein. Ich glaube, wenn man da hingeht, also der Loot, der da ist, der muss krass sein. Der muss sehr krass sein. Ist auch eine geile Cam, wie die überbelichtet. Premium. Rechts oder links? Ist ein geiles Format. Ist ein geiles Format beim Henno. Kaffee. Boah. Ich bin komplett durchnässt. Mir tut die rechte Hand weh. Ich habe gerade ins Kreuz eine Shotgun bekommen. Und ich wurde auf die Hüfte gepeitscht. Jetzt ist es für mich kein Spaß mehr. Ich werde jetzt... Kommt der Soldat nur manchmal? Oder... Steh auf. Üben jetzt ein bisschen parieren, ja? Das finde ich frech. Okay. Pass auf, was ich eben sagen wollte. Ich glaube, es ist so... Tut weh, ne? Na komm, zeig, was du kannst. Macht der bluten? Ich glaube, der macht auch bluten. Heilt er sich? Ich glaube, es ist so. Da hinten hat man gesehen, da ist so eine Fels... Klippenspitze. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Wie bei König der Löwen, wo er ihn hochhebt. Simba. Und da lag Loot. Und ich glaube, der Loot da ist richtig krass. Weil ich bin da hingegangen und der ganze Wald triggert und überall kommen Bäume ran und nehmen mich hops. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal durch den Wald, holz hier alles einzeln um, spekuliere jetzt einfach mal, dass ich die dann einzeln trigger und nicht in der Gruppe. Wenn doch in der Gruppe, muss ich mir nochmal was überlegen. Warum ist der Ritter... Also die... Ist das schon wieder... Wer ist er denn? Ach du Scheiße, Bruder. Ich nehme mal ein Schlückchen. Oh, ist auch nur ein Fünferfeuer, ne? So, wer ist er? Wenn ich den anvis... Wer seid ihr? Der lebt ja sogar.
Hier sind Typen, die mich einfach angreifen. Und es sind keine Spieler, die geben übel viel Seelen. Und er sieht aus wie der Chef, bin ich ehrlich. Oder? Nee, das ist einfach nur so ein Mönch. So. Was machst du? Du zauberst, ne? Du willst zaubern. Du kleiner Pyromane. Oh, was? Der heilt sich. Und, bei Wolf? Hör mal auf! Der Hieb hätte gesessen von ihm, glaube ich. 2000. Ist das deren Zuhause, ey? Kleine Hütte hier, oder was? Okay, warte. Wenn das wieder so eine Echse war. Dann müsste die jetzt respawnen, hat er mir gesagt. Wenn das eine war. Ist vor mir weggerannt und verschwunden. Also ich glaube. Nee, was war denn das dann? Okay, da saß gerade eine fette Katze, ja? Ich glaube, bei der kann man einen Eid leisten. Okay. Finsterwurzbecken. Ist ja lustig hier, ne? Ist ja lustig. Hoppala. Gut, dann nicht. Okay, sind die jetzt gerespawnt, weil ich mich außen eingeloggt habe? Ich glaube nicht. Müsste nicht so sein. Ist hier immer eine Auswahl an Dudes, die hier rumlaufen? Weil zum Beispiel der Ritter war jetzt nicht dabei. Moin. Is it not so that thou art new? Ja. Thou fared well to find me. But comest thee not for the grave of Sir Artorius? My advice true. Forget this. The legend of Artorius art none but a fabrication. Traversing the dark. Tis but a fairy tale. Have thine own respect. Go not yonder knocking for nothing, I say. Bruder, was für ein Grab. Ob ich das Grab von Artorius suche? Nein. Ist es jetzt der Eid? Ey, nein. Ich lass mir nichts andrehen von Fremden. The result most heathenish and gross. Then there is nothing more to say about this tedious reckoning. Begone from here, pernicious caitiff. Begone from here. Okay, bei dem habe ich jetzt forever Begone. Verkackt. Gut. Oh, da wird es jetzt so viele geben, die jetzt in den Kommentaren schreiben. Nein! Oh mein Gott, hättest du da ja gesagt, dann hättest du Eid und könntest dies und jenes und ja, mein Gott, so ist es dann halt jetzt. Scheiße. Das ist halt sowas, was halt den Wiederspielwert des Spiels unfassbar erklärt, ne? Warum Leute so hart Dark Souls suchten. Du kannst halt, also jeder Playthrough kann ganz anderer sein durch, glaube ich, die unterschiedlichen Entscheidungen, die du da tatsächlich in Dark Souls triffst. Das ist schon sehr interessant, finde ich. So, was ist hier ein Bäumchen? Guck mal, die gehen ja auch alle sehr vorsichtig umher. Boah, Alter, hab ich mich erschrocken. So, wo sind hier die Bäumchen? Der da ist ein Baum. Der da links, ich schwöre. Das sehe ich. Ist das für eine Blume? Oder? Ich höre was. Da ist er ja! Da ist er ja! Was wird denn das? Sportlich. Lappen. Oder ist das ein anderer? Nee, das ist er. Brother. Aha.
Darf ich hier hoch? Maschallah. Scheiße. Alter, krieg ich hier auf den Sack? Jetzt habe ich meine 10.000 Seelen nicht eingesammelt. Ist dies die Folge des Verkackens? Es geht wieder los! Irgendwie ist aber hier... Also es fühlt sich nicht schlimm an, dass ich 10.000 Seelen gerade verloren habe. Weil ich kriege einfach von jedem Gegner 2.000. Also ich verstehe, warum die Leute meinen, hier kann man ja ultra gut farmen. Wenn man erstmal jede Mechanik hier kennt. So. Die Nummer 14. Ich glaube, das ist... Ich muss einen extra Pulli anziehen. Ich darf die Seelen nicht einsammeln. Alter. Ich habe gerade 17 Seelen, 18.000 Seelen verloren. Scheiße. Okay, ich probiere jetzt mal was, ja? Ich habe das noch nie gesehen, wie man das macht. Ich habe keinen Plan. Moin. Da ist der Ritter. So, jetzt nehme ich hier Sack und Pack. Hab alle eingesammelt. Und jetzt? Sind die immer noch hinter mir her? Oh, ich hätte die 7000 Seelen. Ah, nee, ich darf ja gar nicht. Lol. So, jetzt gehen wir hier hoch. Was machen wir jetzt? Ah, jetzt drehen die um. Kommen da noch mehr? Okay, dann parieren wir nicht. Oder? Doch, ich will parieren. Parier mal. Schlag mal. So. Oh! Fatality! Das war, glaube ich, das Blutding noch oben drauf. Nee. So. Yeah! So geht das, okay. Jetzt ist nur die Frage... Komm, der hängt fest, okay. Nee, der hat mich verloren und hängt fest. Krass. Oh, das sind aber beide. Juhu! Okay, er ist ja komplett verwirrt. Interessant. Na gut, den kann ich ja so machen. Wenn der da festhängt, Hauptsache jetzt kommt kein Bäumchen. Kann ich jetzt nicht einfach hinter ihn gehen? Ja. Und ins Arschloch. Weg damit. So. Der gibt sogar 3000. So, wer warst du? Okay, kann man ja schön trainieren. Ist doch nice. Jetzt gehen wir einfach hinter ihn und stecken ihm was ins Arschloch. Oh Mann, ich warte manchmal nicht lang genug. Hä? Sammeln. Okay. Gut. Oh mein Gott. Der war relativ easy, muss ich sagen. Da kann man einfach... Der macht halt ein bisschen Blutung. Der pariert wahrscheinlich. Da muss ich aufpassen. Da darf ich nicht in Versuchung geraten. Okay.
Und der verbraucht halt wirklich gar nichts zum Blocken. Den kann ich einfach safe wegblocken. Guck dir das an. Zack. So. Die hinterlassen aber keinen Loot. Sollte ich hier Menschlichkeit aktivieren? Für einen schönen Invade? I don't know. Okay, du Kackkatze. Was ist dein Problem? Begonnen. Mann, ich hab halt... Ich bin so überfordert, was diese Eide und die Dialoge angeht. Es tut mir leid. Also, ich habe immer das Gefühl, dass ich komplett... Aber so ist halt das Game und das ist auch cool. Ich kritisiere das nicht. Aber man wird halt so überrumpelt mit Entscheidungen, die man dann treffen muss, für die man keine Infos hat. Also, die hat jetzt irgendwas erzählt von wegen, oh, suchst du Astorias Grab, Digga? Du bist verblendeter Vollidiot. Wie stehst du dazu? Du solltest lieber das und jenes. Und man denkt sich so, Alter, Digga, was? Kein Plan, was du erzählst. Und dann soll man ja oder nein sagen. Und ich als Deutscher sag da ganz bewusst dann eher nein. So ticken wir Deutschen, Kapi. So, wo sind die Bäume? Hallo? So, hier höre ich was knirschen. Oh mein Gott. Ein Fernkämpfer. Ja, er hört ja nicht auf zu nerven. Das ist ja frech. Robin Hood von Loxley. Von Finsterwurz. Was willst du denn jetzt den Bogen rausholen? Bist du Jack? Ich sehe ihn. Fuck. Das ist jetzt eine unangenehme Kombo, glaube ich. Woher kommen diese Kackbäume, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Eine Kombo und der liegt. Sehr gut. Hallo. Der baitet mich hier in die Wälder, ne? Der Eklige. Jetzt komm her. Mann, spute dich. Scheiß Pfeile, ey, Junge. Aha. Du kleines Arschloch. Geduld. Gestorben. So. Oh, lol. Phares Bogen, Phares Hut. Phares ist doch ein junger griechischer Prinz gewesen, der die Prinzessin aus Troja verschleppt hat. Oder war das Phares? Oder war Phares ein griechischer Gott? So, wo kommt ihr eigentlich her? Wirklich. Also jetzt reicht's aber auch irgendwann mal. Aber schön, dass ihr einzeln kommt. Es ist tatsächlich so, wie ich dachte. Man muss die im Wald einfach einzeln triggern. Und dann hat man nachher nicht das ganze Paket. So, die Frage ist, wie sehen die lebenden Bäume aus, wenn die chillen? Weil da hatten wir ja dahin schon mal einen, ne? So, hier komme ich tatsächlich, glaube ich, rüber, wenn ich springe da. Das sieht so aus. Ansonsten, da ist die Klippe mit dem Loot. Wo ich aber gerade nichts sehe. Ich hoffe, das ist nur Renderdistanz, weil sonst... Ne, da hinten ist das. Ach so. Okay. Bäumchen, wechsel dich. Hallo. Schnitt. Oder sind das tatsächlich die und... So, da sind die vier Buben. Oh, die kommen schon, ne? Scheiße. Okay. Hier ist einer. Schnell, 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 schnell. So, jetzt. Schnell. Zack.
Ich hab nichts mehr. Oh mein Gott, scheiße. Das ist der letzte. Oder? Ich hab nichts mehr. Ich hätte das Feuer aufwerten sollen. Okay, okay, okay. Jetzt nicht verkacken. Okay. Das sollte alles gewesen sein. Das sollte alles gewesen sein, weil beim letzten Mal sind alle getriggert, als ich hier die vier Jungs... Vielleicht jetzt noch? Ich höre was. Ich werde mich nur einmal umgucken. Okay. Okay, okay, okay. Okay, hier ist übrigens, keine Ahnung, ist das die Burg, wo wir... Welche Burg ist das? Ist das die... Ja, das ist die Brücke mit dem Drachen. Hier sind wir jetzt. Alter, heftig. Okay. Okay. Wir haben den Wald geklärt, soweit glaube ich, aber wir sind sehr, sehr low. Das bedeutet, gehen wir jetzt davon aus, der Wald ist geklärt, dann ist es egal, dass wir low sind und wir können jetzt endlich in Ruhe hier alles uns angucken. Oder gehen wir zurück zum Lagerfeuer, bessern es auf, haben 10 Flask, müssen den zwar nochmal clearen. Das Ding ist, wenn ich jetzt sterbe, wäre schon echt bitter. Wir gucken uns mal alles an. Nee, das sind ja so kleine Büsche auf dem Boden. Was geht denn hier alles? Okay. Aha. So, bist du alleine? Das ist noch nicht geklärt. Okay, okay, okay. Alles gut. Der hatte hier Loot, ne? Der eine? Nicht? Wo war der? Da. Okay. Was ist hier? Eine Brücke. Auf die kann ich draufspringen. Hier ist ein... Oh mein Gott, hier sind wir! Oh mein Gott! Alter. Das ist der Turm von Havel, wo wir rauskamen. Diesem, also das Map-Design, World-Design ist halt insane. Das kenne ich so von keinem anderen Game. Wie man hier immer wieder die alles, was man sieht, überall kann man ja hin. Oder kommt man früher oder später und es führt alles wieder zusammen. Es macht alles Sinn. Es ist so heftig. Ich gucke mir gerade bewusst die Klamotten noch nicht an, weil ich Schiss habe, dass ich dann hier im Menü angegangen werde. Okay. Also da ist eine Brücke. Alter. Okay. Okay. Gut, gut. Das ist ja einmal durch. 16.000 Seelen. Ich hatte keine Ausdauer zum Blocken. Holy shit. Hä? Ich habe ihn geblockt und dann hat er um mich rumgegriffen. Geht wieder los. Man lernt nie aus. Abfahren. So. 30, 31 Tode. Mensch. Das ist ja... Hallo, aktualisier das doch.
Die Nummer 12. Entsperre dich. Die Nummer 12. Wäscheklammer ins Gesicht. Ach du Scheiße, noch 20 Minuten. Ja, das ist eine sogenannte scalende Bestrafung. Meiner Meinung nach mit das Schlimmste. Wo setze ich das hin? Ich glaube, hier am Kinn ist nicht so schlimm. Oder? Boah. Ja, doch. Wegen den Stoppeln auch. Das ist in Ordnung. Oder? Boah. Die zieht sich immer weiter. Nee, warte. Das hat. Ich habe zu wenig Speck. Ich habe zu wenig Speck. So. Die rutscht halt weg. Ich merke richtig, wie die Slow and Steady wegrutscht. Boah, Alter, hat die Zugkraft. Gut, dann machen wir es wieder so. Ist ja... Nee. Wo machen wir die hin? Perfekt. So. Östliche Rüstung. 12 Kilogramm, Digga. Oh mein Gott, die hat aber Rüstung. Robustheit 450. Diese kunstvoll gefertigte Rüstung bietet exzellenten Schutz, insbesondere gegen Hiebangriffe oder der größten Gefahr in Schlachten im Osten. Alter, ich irgendwie... Wie mache ich das? Boah. Ah, es tut so krass weh. Oh mein Gott, es tut übertrieben weh. Oh, scheiße. Kann ich die irgendwie... Gibt es einen Sweet Spot so? Fahrers Hut. Der kann gar nichts? Obwohl er ein Mensch war, stand Fares als erfolgreicher Bogenschütze auf einer Stufe mit dem Falkenauge Gaff. Einem der vier Ritter von Fürst Gwyn. Bei Kindern erfreut sich sein Hut großer Beliebtheit. Okay, der ist ja einfach nur Kacke, oder? Ja, viel Robustheit, ne? Aber... Okay, also... Ich muss schon sagen, das Set hier aus dem Osten, Digga, das knallt schon. Das knallt. Okay. Ich setze 2 Menschlichkeit ein und kläre da jetzt nochmal das ganze Scheißgebiet. So. Entfachen. Quatsch. Aushöhlen. Ja. Mich ärgert diese Scheißkatze, ne? Soll ich mal googeln, was wäre, wenn ich die angenommen hätte? Ich meine, ich kann es ja jetzt eh nicht mehr ändern. Katze Alvina. Ich meine, ihr werdet es mir eh in den Kommentaren sagen. So, entfachen. Ich habe aus Versehen ihren Eid abgelehnt und nun die Befürchtung, dass Shiva of the... Okay, da habe ich keinen Plan, wer oder was das ist. Ich soll... Shiva of the East, das habt ihr ein, zweimal erwähnt, ich erinnere mich. Okay, also, was ich jetzt mache, hier ist halt wirklich, hier kommt es erstmal richtig zum Tragen, dass ich parieren kann, ne? Was ich jetzt mache, ich werde hier ein paar Leute jebaiten. Einzeln sind die ja gar kein Problem. Okay, das läuft gut. Ja, jetzt weiß ich, wie ich es mache. Easy. Ich sammle erstmal Seelen ein. Okay.
Ich renne dahin, sammle die Seelen ein, renne zurück und was mir folgt, springt da runter. Warum kann ich nicht rennen? Er bleibt einfach stehen manchmal. Das ist manchmal richtig buggy bei Dark Souls 1, oder? So. Es tut so übertrieben weh in der Nase. Ihr könnt es nicht nachempfinden. Wenn die nicht richtig sitzt, die verrutscht auch durchgehend, weil ich rede. Es ist übel. Okay. 18.000 Seelen. Pass auf. Shiva of the East, da habt ihr ganz oft gesagt, ich erinnere mich, da war wirklich, das war oft Thema. Scheiße. Ich glaube, ich habe wirklich gerade etwas verkackt, was ärgerlich ist. Ich bin irgendwie gefühlt sehr gut im Verkacken. Jetzt letzte Folge auch schon diesen kriechenden Pyromantie-Lehrer. Kommst du hoch? Sehr gut. Ich bin noch nie so oft in der Folge gestorben, oder? Dieses Finsterwurzbecken besorgt es mir so hart. Wallah. Es geht wieder los. Hände in den Kart und go. Aber jetzt ist kein Spaß mehr. Ich sag euch das. Es ist wirklich kein Spaß mehr. Das war die Wäschekammer. Nee. Die Nummer 14. Ich darf meine Seelen nicht einsammeln. Ist das euer Scheiß Ernst? 18.000 Seelen. Ich habe zweimal 18.000. 36.000 Seelen. Gone! Zwei Menschlichkeit. Gone. Kann ich auch nicht wieder einsammeln. Hätte ich ja... Nee. Ach, nee. Ey, was? Ich zerbumse dieses ganze Tal. Ist es mir so egal. So, wer will. Du, scheiß Zauberboy. Nee, du bleibst jetzt stehen. Am besten bin ich gefallen, wenn ich hier hochgegangen bin. Jedes Mal. So. Arschloch. Mit dir wische ich den Boden. Kleiner Lauch, ey. Dein Kackstab. Kannst du ihn anders abballern? Ey, man sieht die halt auch kaum, ne? Na, was geht bei dir? Das ist sein Problem. So. Shiva of the East war wichtig. So, Uno Dos. Ich glaube, wenn ich die Mechanik herausfinde, ist es ein Big Win. Aber die sind so motiviert. Geht wieder los!
Die Nummer 2. Peitsche. Geh erstmal wieder kurz hoch. So, ich darf einsammeln, ja? Danke. So eine Scheiße. Ich glaube, ich muss hier hochrennen. Hier hin. Und dann so. Weil da, so kann ich das schnell machen. Ich renne hier hoch. Die kommen nach. Hier hin. Und hier hin. Ja. So, hier ist ja nur Studio 1. Ich bräuchte mal jemanden im Studio 1 zum Auspeitschen. Also, ich muss ausgepeitscht werden. Over. Hallo, Henor Studio 1. Könnt ihr mich hören? Over. Hallo Patrick, kannst du mal Sterzig fragen, warum er seinen Aufgaben nicht nachkommt? Hab dich nicht auf der Ladestation. Natürlich nicht. So, Henno aus dem Studio 1, könnt ihr mich hören? Over. Und ich bin ihr Chef. Hallo, Henno aus dem Studio, könnt ihr mich hören? Over. Jemand zum Auspeitschen. Gut, dass du da bist. Ja, perfekt. Ja, ist anscheinend ausgegangen in der Ladestation. Gut, passiert, ne? Ja. Moin, ja. Leute. Ich hab heute jetzt schon... Peter, du siehst ja krass aus. Heftig. Danke. Ja. Hab heute schon, ich glaube, 7 Tode. 7? Du siehst auch echt mitgenommen aus. Also ich sehe, du hast dich komplett nass gemacht. Ja, aus Versehen. Es war eine alte Liste. Oh. Und deine Schutzbrille. Ah ja. Und wie hat sich Passi gemacht? Beschissen. Ihr könnt halt alle nicht peitschen. Warte. Ah! Das war ein Double-Hit. Das war erst auf dem Rücken und dann auf den Oberschenkel. Aber der war gut. Der war nicht schlecht. Aber geht trotzdem noch besser. Ja, aber first try. Das war schon nicht schlecht. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Ich pack das jetzt, also ja. Ja, pack's einfach auf die Ladestation. Ich sterbe jetzt auch nicht mehr. Man muss ja auch mal mir zugestehen, ich bin jetzt wirklich sehr oft gestorben, weil ich es provoziert habe mit dem Kackabgrund. Sind wir mal ehrlich. Ich hätte jetzt jedes Mal hier locker hochziehen können und einzeln abklatschen können. Aber weil irgendjemand mir diese Farmstrategie mal empfohlen hat, ich will Minmaxen dann in dem Moment. Oh. Und es ist schrecklich. Es ist schrecklich dumm von mir, glaube ich. Weil entweder ich gucke mir ein Video dazu an und lass mir vom Profi zeigen, wie es geht. Wobei, das wäre auch wack. Ich finde, wenn, dann muss man sowas... Naja, was heißt wack? Ich meine...
Ob ich es jetzt ausprobiere, bis ich es kenne und 10 Strafen, ja, wäre fürs Projekt wahrscheinlich besser. So, wo sind denn meine Seelen? Wie bin ich gerade gestorben? Ich habe die schon eingesammelt. So, Leute, ich hätte jetzt nochmal gern eure Seelen. Du nervst mich so hart. Jetzt professional. Das war dank Haltung. Ich mache das jetzt ganz entspannt. So. Ganz entspannt. Wir machen jetzt heute, wir sterben jetzt heute nicht mehr. Wir machen das jetzt safety first. Die Farmroute hier kann sich selbst in den Arsch, ihr wisst schon. Das ist mir egal. So. Komm her. Dein Kollege dahin wird nicht getriggert. Na komm. So. Das tut so gut, ne? Die so richtig aufzuspießen, wie so ein Spanferkel, Digga. Ja, ja, stirb, verreck. 2000 bitte aufs Konto. Danke. Habe ich jetzt 33 oder 32? Scheiße. Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe 33, oder? Muss ich in der Post nochmal gucken. Sorry, dann für heute ist dann vielleicht einer falsch. Bin mir nicht sicher. Na komm. Ja, mit Zweihandwaffen ist es deutlich einfacher, also wenn die eine Zweihandwaffe haben, weil die einfach länger ausholen. So. Aber das ist ja hier wirklich krass zum Farmen. Warum bringt der jetzt nur 1000? Du willst nicht reden. Ne? Ach komm, piss dich. So, wir waren hier, hier waren wir noch gar nicht. Was ist das für Pilzboys? Und Girls? Also ich wollte jetzt nicht Gender assume, Digga, aber... Hier hatte ich spekuliert... Ne, ist einfach ein weiteres Areal. So, was könnt ihr? Hallo? Der Herr? Scheiße. Das ist jetzt wieder so eine Situation, die mir... Oh, da sind Big Baba Jacksons. Wie Red sagen würde. Seid ihr böse? Oder werdet ihr böse, wenn ich eure kleinen Männer... Ihr seid böse. Ja, dann muss ich euch jetzt töten, oder? Oder greifen dann die Kleinen an? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sterbe heute nicht mehr. Pass mal auf. Fleischklops. Okay. Entspannt. Die macht man entspannt. Okay. Der ist voller Blut. Der hat, der verteilt Kellen wie Bud Spencer, ey, wirklich. Aber immer nur ein. Es sei denn, er trifft mich. Dann sind es zwei. So, was passiert jetzt?
1000 Seelen. Und er hat Loot hinterlassen. Goldharz. Ich greife die Kleinen nicht an. Ich habe da so Respekt vor, was dann passiert. Dann eskaliert hier vielleicht der ganze Wald. Die ganze Pilzbude hier. Ey, was ist das für ein Spiel? Ist ja so geil. So, die sind da an der Truhe. Da ist eine Truhe. Jetzt mache ich den anderen Dicken. Das war gar kein Blut. Scheiße. Schnell, 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 schnell. So ist eine geile Routine. Ja, manchmal macht er zwei. Goldharz. Gut, 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 gut. Die sind wahrscheinlich wirklich sehr feueranfällig, könnte ich mir vorstellen. So, was haben wir denn? Ist das jetzt real oder ist es eine Trap? Gehen hier dann alle auf Enrage? Blaue Glut. Blaue Glut. Okay, verhält sich alles noch ruhig. Geheimstein, den. Blaue Brocken. Unter Schlüssel. Zur Waffenveredelung erforderliche Glut. Bei Schlüsseln. Aha. Okay. Krass. Für ein neues Element vielleicht. Zum dauerhaften, ne? Veredeln. Blitz oder so. Ey, ich glaube, wenn ich hier alle großen, dicken Leute geklärt habe, versuche ich mal so einen kleinen aufzuschneiden. So. Da geht eine Treppe runter zur Hydra, wa? Uff. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Ey, Alter, wir sind drüber. Ich will das nur noch kurz, bitte. Ich nur noch 5 Minuten, Mama. Bitte. Einmal kurz durchrennen. Man kann ja, glaube ich, generell beim Thema Eid. Ich glaube, egal wodurch und wie, pass auf, Schatz. Wenn die pisst auf einen sind. Oh lol. Kann man, glaube ich, Steinhelm, Stein, what? Wenn die pisst auf einen sind, kann man, glaube ich, zur Kirche gehen und oben diesen Kleriker anlabern, 20.000 Seelen bezahlen und dann vergeben einen alle. Also ich glaube, ich habe bei der Katze noch gar nicht so krass verkackt. Ach du Scheiße. Also wenn man das anhat, kann einem gar nichts mehr was. Aber es wiegt halt 10 Tonnen. Das ist wahrscheinlich die Rüstung, die Havel anhatte, wa? Oder Havels Soldat, wie mir ja erklärt wurde. Es muss ja gar nicht mal unbedingt Havel gewesen sein. Das könnte man ausprobieren mit der Kathedrale. Dass man da einfach einmal hingeht. Und das einfach mal macht und das ausprobiert. Weil ich habe ja eben das mal ganz kurz gegoogelt und mal einmal überflogen. Irgendwie ist es wohl so, wenn man bei dieser Katze den Eid ablehnt, verpasst man halt einen bestimmten Gegner, Shiva of the East. Und hier geht es anscheinend zu einem Bossfight. Und ja, I don't know. Also ehrlich gesagt, ich habe keinen Plan. Aber man verpasst irgendwas. Die Frage ist, wie wichtig ist das oder relevant? Und auch da, ne, kann man mehrere Eide haben. Ich will weiterzocken. Ich will jetzt nicht aufhören. Scheiße. Oh mein fucking Gott. Das war aber ein großer Wolf.
Das ist die Katze. Gib mir deinen Schwanz. Das ist die Katze. Noch eine. Fick mich hart. Drei. Heute wird nicht mehr gestorben. Ihr könnt euch selber bumsen, wirklich. Die hinterste? Die ganz linke? Da habe ich sie. So. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Hat mich. Warte mal, kann ich die irgendwo zwischen Bäumen festklemmen? Ich muss die Bäume nutzen. Die drehen um, oder? Nee. Okay, Schild brauche ich glaube ich nicht. Oder kann ich die blocken? Ich glaube, die sind echt zu heftig zum Blocken. Die chillen da. Kann ich hier hoch und die von oben runterdroppen und die wegmassakrieren? Nee. Oder? Oh! Nee. Okay. Da liegt ein verkohlter Dude. Nur Uno. Was war mit ihm jetzt? Ich habe gesagt, ich sterbe heute nicht mehr. Scheiß Dreckskatze, ne? Ihr seid jetzt locker da, weil ich abgelehnt hab, ne? Ihr kleinen Drecksviecher. Hätte ich nicht abgelehnt, dann wärt ihr wahrscheinlich jetzt übel die Verschmusten, ne? Was hockt ihr hier überhaupt zu dritt? Krieg ich jetzt irgendwas dafür, oder? Nicht mal. Diese Keckkatzen. Komm ich da nicht hoch? Wer waren die, Mann? Warum sind die hier? Hier muss doch irgendwas sein, oder? Hm. Hier ist die Brücke. Ach so, okay. Hier ist nichts. Ist hier irgendwie eine Scheinwand oder so? Hm. Okay. Die Wäscheklammer, ne? Na gut. Ich guck noch mal. Aha. Oh nein. Ich renn mal zurück zum Lagerfeuer und beende den Part, ja? Also Leute, das war eine wirklich heftige Folge, ich bin ehrlich. Ich habe richtig aufs Maul bekommen, muss ich auch mal sagen. Ich habe richtig ins Gesicht bekommen. Tatsächlich auch viel wegen der scheiß Treppe, sind wir ehrlich. Zähle ich, glaube ich, selber mal nach, wie oft ich da allein wegen dieser Treppe hier draufgegangen bin, weil ich das unbedingt nutzen wollte. Ich meine, an sich ist es ja gut, auszuprobieren. Ne? Aber okay. Leute, ich produziere jetzt vor. Das heißt, ich werde jetzt in der nächsten Folge nicht unbedingt auf eure Kommentare eingehen können. Und vielleicht sogar auch auf der übernächsten nicht und überübernächsten. Ich werde aber immer, sobald ich kann, also ich werde immer zum Release der Folgen die Kommentare durchlesen und mir Notizen machen. Nur für euch, das wird wahrscheinlich sehr delayed ab sofort stattfinden. Ja, 2, 3, 4 Folgen. Aber es wird stattfinden. Das heißt, kommentiert gerne weiter. Nutzt auch bitte auf Twitter den Hashtag HennoSouls. Die Intros gehen uns ein bisschen aus.
Das kann auch trashig sein. Irgendeine Scheiße. Nutzt da bitte keine Copyright-Musik. Und ja, das war's von mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi. Oh.